Also ich komme zu Monster Hunter 3 Ultimate Let's Play, das letzte Mal. Haben wir offline gespielt und, ey, schaut euch das an. Wir sind online. Und habe jemanden gefunden. Wow, und der hat ein gutes Schwert. 500 Feuer. Wow. Ja, nicht schlecht. Ich glaube, das ist, das sieht... Nein, oder? Purgatorium, das sieht anders aus. Ich dachte, oder nein, das ist vielleicht die vom letzten Boss. Ah, ich weiß es nicht. Die... Der Hilt, nein, dieses, nicht Hilt, dieses, das drumrum, die Schneide hier von dem Schwert sieht ein bisschen anders so grün aus, das passt irgendwie nicht, also ich weiß es nicht, aber sehr cool. Ja, wir kämpfen gegen den grünen Nagakuga, oder eher gesagt, den Nagakuga, dessen Namen ich nicht so ganz kann gerade, weil ich es vergessen habe. Ja. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich dachte gerade, mir fällt es nicht ein, aber in Wirklichkeit ist der Name nur ein bisschen langweilig gewählt. Super. Ja, egal. Ich habe keine Ahnung, wie lang die Folge sein wird. Wir sind nur zu zweit, aber der Typ hat eine echt starke Waffe. Ich bin froh, dass ich jemanden finde, weil ich nehme gerade auf, obwohl ich... Also, wir haben nicht am Wochenende und ich habe gerade nicht wirklich viel Zeit. Und darum... Wollte ich so schnell wie möglich noch was finden, aber offline haben wir ja nur noch eine Quest vor uns, die braucht 100.000 Jahre, also, ja. Ich war schon am überlegen, eine Online-Quest alleine zu machen, aber, es hätte auch 100.000 Jahre gebraucht, aber, oh. Oh, so ein Cheater. Der hat sich ein bisschen vorgelegt, habt ihr das gesehen? Ja, ja. Das finde ich jetzt fies. So. Ah, ich vergesse immer wieder Chacha oder Kayama mitzunehmen online. Warum mache ich das denn nicht? So. Hier, der grüne Nagakuga. Yay. Ist. Der normale Nagakuga ist schon nicht so cool wie der Bariot. Aber der grüne. Ja. Der grüne ist noch ein bisschen anders. Warum? Keine Ahnung. Was so speziell an ihm ist, eigentlich nicht viel. Es ist, glaube ich, nicht mal der, der sich unsichtbar machen kann. Was war das? Wann. Wer hat denn. Hat. Kann. Oh. Chacha hat, glaube ich, gerade. Was geworfen. Ich bin mir nicht sicher. Oh. Oh, vielleicht. Oh, nicht schlecht. Wir haben ihn seinen Schweif angebombt. Mann, warum wirft da so viele? Was ist denn los? Ey, ich meine, ich habe da nicht unbedingt was dagegen, aber es kann auch nervig sein. Wenigstens trifft er, dann ist es nicht so schlimm. Aber wenn man nicht trifft mit ganz vielen Blitzbomben, dann ist es schon wieder nervig. So, grüner Nagakuga, also wirklich. Wie kommt man... Ich meine, wenn man schon so einen macht, dann kann man den wenigstens einen anderen Namen geben, oder? Weil grüner Nagakuga, wow. Wir machen ihn grün und nennen ihn so. Obwohl, ja, tun wir mal nicht so, als wären richtige Tiernamen sehr einfallsreich. Zum Beispiel Kröte. Oh, da ist etwas, das sieht aus wie eine Kröte, nicht wirklich. Aber es hat ein Panzer, wie nennen wir es? Schildkröte! Klingt. Ist doch gut, oder? Ja, ja. Aber bitte nicht. Bitte. Genau. Oh, ging das gerade schnell. So. Oh. Ah, ich dachte, jetzt schließt es gleich ein bisschen rum. Würde ich ja gerade Schiss gehabt. Also. Ich will nicht, dass er den da am Eingang blitzbombt. Nicht, weil ich da nicht angreifen könnte, weil das kann er ja trotzdem, aber dann kann ich nicht an seinen Schweif dran. Und da würde ich gern hin. Vor allem, da ich kurz davor bin, ihn zum Explodieren zu bringen. Kannst du ein bisschen aufhören, so glitschig zu sein? Gott verdammt. Hör auf rumzuhüpfen, Mann! Okay, bleibst jetzt still? Ich sehe... die Schärfe, die will nicht so ganz. Es ist wirklich Zeit, dass wir uns mal eine neue Rüstung machen mit Schärfe plus 1 oder die Waffe verbessern, aber bis da schaffe ich es, glaube ich, eher die Rüstung zu machen, die ich machen will, im Farm her, bevor ich es wirklich schaffe, so einen doofen Palium zu bekommen von Brachydios. Ja, ja. Obwohl, es gibt viele Quests, wo man dann schön viel Zeugs, viel Brachydios bekämpft. Und dann kann es auch mal sein, dass man vielleicht ein Palium bekommt, wer weiß. Wo man ihn natürlich genau da nicht bekommt, wenn man ihn haben will. Und das ist mein Problem. Die ganzen Blatten und so, die ich die ganze Zeit bekomme von Rathalos und Ratjan und so, die brauche ich ja nicht mal wirklich. Also nicht bewusst, bis ich sie dann brauche.
Aber wenn ich was bewusst brauche, dann, ja, dann kommt der Desire-Sensor von Monster Hunter und der macht dich richtig kalt, ja? Dann kannst du es vergessen, ja? Dann kannst du es vergessen. Also bevor ihr hier Monster Hunter Spiel spielt, also wenn ihr euch denkt, ey, ich will mir auf jeden Fall die Rüstung machen, macht euch keine Pläne, weil sonst droppt ihr das nicht. Nicht mal unterbewusst, okay? Ich weiß, es geht gar nicht, dass man sich dann keine Pläne machen kann, weil irgendwas gibt's, was man gerne haben will, aber vergesst es. Aua! Der macht so viel Damage, Mann. Es wird. Oh, tot. Immer diese JR100 irgendwas Typen, die immer verrecken. Ja, gut. Was soll ich jetzt sagen? Ja, sorry. Ich will jetzt nicht nur Problem schreiben, aber irgendwie gehört es zur Online-Etikette dazu, was echt kacke ist. MP. So. Dieses ganze No Problem hier gehört dazu, genauso wie das Sorry sagen, aber das ist voll doof, weil dann ist man nur abgelenkt und dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man selber auch noch verreckt. Ah, Gott verdammt! Mann, ich habe Schiss. Warum ist meine Rüstung nicht so gut? Jetzt könnte ich einen Cha-Cha-Doh-Kai-Hamba brauchen. Wo ist denn der hin? Ja. Ist wahrscheinlich nur zu faul, um zu kämpfen. Oh, der erwischt mich jetzt. Das sah voll schmerzhaft aus. Ich bin so froh, dass ich den nicht alleine versuche. Kannst du bitte mich in Ruhe lassen? Danke. So ein Kackvieh. Mann. Oh, nee. Oh, okay. Was ist gerade passiert? War das gerade Chacha? Ist es. Ja, das war, glaube ich, Chacha. Mann, der mag wohl Blitzbomben sehr arg. Dabei können die manchmal auch nervig sein, weil die Monster sind dann so unpredictbar und dann setzen die irgendwann Attacken ein und dann kann man nicht mal ausweichen. Ich meine, für Fernkämpfe ist es super genial, so Blitzbomben, aber sonst, naja. Oh. Kelby, du bist da ein bisschen im Weg. Oh. Ey, das andere Kelby wurde auch K.O. geschlagen. Super. Na, Mann, nicht. Ich habe Angst. Oh, vorsichtig. Und? Ich will doch nur den Schweifer packen, dass ich nicht nutzlos war. Oh je, lass mich Ruhe. Okay. Ich glaube, der mag den Baum nicht. Was hat der Baum dir getan, Mann? Ey, oh, habt ihr es gesehen? Das war wieder. Boah, Säule! Das war wieder so ein Assi-Move. Oh. Also, ich wurde von der Hand erwischt, als er sich einfach nur umgedreht hat. Das war der Assi-Move. Aber das gerade eben, das war viel schlimmer. Es war zwar kein Assi-Move, aber heilige Bananenschale hat es wehgetan. Viel zu viel Schaden gemacht. Kannst du mal aufhören? Wieso bist du so fies, Mann? Ey, der ist gerade ein bisschen hyperaktiv. Ey, jetzt weiß ich, was an dem so anders ist. Der ist voll der Arsch, wenn er grün ist. Was soll das? Grün ist einfach so eine schöne Farbe und der macht alles kaputt. Ey, wir müssen ihn besiegen, weil er den Namen von Grün kaputt macht. Oder dem Namen von Grün eine schlechte Assoziation gibt. Ja, ich hab dich jetzt voll fertig gedisst mit meinen Sprachwortfachkünsten. Aua. Ja, und dann hat er mich fertig gedisst, indem er mich mit seinem Schweif geschlagen hat. Oh Mann. Wie, der Typ ist abgehauen, ey. Der ist echt nicht so gut wie ich. Hahaha, angeb. Aber ich muss schon zugeben, der Nagakuga ist schon ganz schön heftig drauf. Und ich spiele ziemlich defensiv gerade, weil ich Schiss hab. Ey. Ey. So. Mann. So. Oh. Schnell. Oh. Okay. Oder auch nicht. Ich meine, ich wollte gar nicht treffen. Das ist. Treffen. Das, ja, alles so. Denkt von mir. Oh. Oh. Oh nee. Ich habe mich gerade so gefreut und dann kommt der Pisser. Obwohl, vielleicht kann er ja den Nagakuga essen. Der scheint ein bisschen am Arsch zu sein. Oh, jetzt habe ich echt viel Schiss vor dem Dämonium, ehrlich zu sein. Also, ich rede jetzt nicht von dem hier Dämonio, sondern allgemein. Wenn der Nagakuga schon so viel Schaden macht, was ist denn dann mit dem Dämonio?
Ich will... Lass mich kaufen, du Hund, du. Ey, ist schon ein richtiger Hund, denn... Der da, der Dämonio. Naga, peitsche. Ja, ja, ich peitsche dich gleich aus. Ich lock ihn mal hierher. Dämonio, komm her. Komm her, du. Oh. Der setzt einfach mal einen Teleporter ein. Mann. Ja, ja. Ich meine, ist jetzt nicht schlimm, besser als dass er verreckt, würde ich mal sagen. Die Frage ist, läuft er jetzt? Und der hat sich so geheilt, der hätte in das Bett da gehen können. Na gut. Egal, wir vernichten jetzt erstmal einen grünen Nagakuga. Ich bin grün. Ja, schön für dich. So. Oh. Wir können ihn easy an... Oh, was mache ich? Ich habe vergessen, dass ich das kann. Echt traurig. Wenn man gegen solche Monster kämpft, vergisst man das halt mal, weil das da kann man da eh nicht machen meistens. Oh oh. Seht ihr? Ich will nicht sterben. Okay, der schreit. Alles gut. Mir geht's gut. Ich habe Angst, er ist wütend. Bitte tu mir nicht weh. Seine Augen leuchten orange. Nein, bestimmt. Spritzt er mit Zitronensäure. Oder Orangensaft in meine Augen oder sowas. Irgendwas total Unmenschliches. Ah! Aua! Ey. Muss es sein. Jetzt weiß ich, warum ich nicht so oft gegen den gekämpft habe bisher. Oh, und weil seine Waffen, glaube ich, nicht mal so super toll sind. Die sind relativ langweilig, soweit ich weiß. Es gibt irgendeinen anderen Nagakuga, der viel cooler ist, der unsichtbare Waffen hat und so. Ich glaube, das ist sogar der normale Nagakuga, ich bin mir nicht sicher. Ja, fühl dich doch toll, Nagakuga. Dafür explodierst du gleich, ja? Oh. Ihn interessiert's einfach nicht. Oh, ich hatte... Oh! Ihr wisst gar nicht, wie viel Schiss ich gerade davor hatte. Oh Mann. Ich meine, ihr habt's gehört. Das war nicht vorgespieltes. Oh, nein. Traurigerweise nicht. So. Ich weiß. Okay, ich dachte, der macht was anderes. Ich mag den nicht. Der ist doof. Was soll das eigentlich? Du bist doof, Nagakuga, okay? Dann sind wir uns ja jetzt einig. Oh Mann. Außerdem prallt man ihm ab. Oh nee. So ein blöder Hund. Ja? Ich bin immer noch da. Oh, danke. Ich glaube, der Dämonio hat mich gerade vor Schaden gerettet. Oh, aber jetzt will er mir schaden. Und der hat Hunger. Okay. Kein Problem. So langsam wird's Zeit hier. Wir sind erst wir sind erst bei der 13. Minute. Irgendwie habe ich keinen Spaß, gegen Nagakuga zu kämpfen. Das merkt man daran, wenn ich nach 13 Minuten schon denke, dass die Folge vorbei ist. Nein, nicht unbedingt. Es liegt auch daran, weil ich nicht viel Zeit habe. Lass mich weg! Oh. So, schön, dass wir jetzt nicht wissen, wohin geht. Schatten, führe uns. Das ist nicht sein Schlafgebiet. Er hat... Oder? Möglicherweise geht er... Ist es sogar... Oh, Richtung Schlafgebiet. Ich weiß gar nicht, wo der schläft. Schläft er beim Ratian-Ort oder beim... anderen Ort hier, der wohl gleich hier in der Nähe ist? Keine Ahnung, wie man den nennen soll. Wenn ich... Oh, wenn ich mir die merken könnte, die Gebietszahlen, dann wäre das vielleicht auch nicht schlecht. Ey, wirklich? Ey, der ist voll im Team mit den anderen grünen Monstern, auch wenn es kleine sind. Hör auf, mein Mädchen tun. Oh shit. Gut, dass er vom ersten erwischt wurde, weil der zweite Schlag hätte den Chotaro ein weiteres Mal getötet. Und das ist nicht gut. Das ist keinesfalls gut. Oh, nicht explodiert, oder? Oh, jetzt aber. Oh, voll daneben gehauen. Ich bin nur die... Oh, jetzt ist explodiert! Ey, warum ist es davor nicht explodiert? Oh, oh. Okay, schrei nur. Das ist nicht so schlimm.
Ich habe Angst, dass es sofort angreift und so schnell ist. Warum? Warum existierst du? Okay. Aber dem seine Musik ist cool. Oh je. Ach. Das war alles easy geplant. Ausgeweichen. Tuten tut. Kannst du mal sterben? Naga, grün, Kuga. Ah! Mann! Hör auf damit! Ich bin zu jung, um zu sterben. Mann. Oh. So was sieht man doch gerne. Oh Mann. Humpel, bitte. Du bist bestimmt nah dran, oder? Ah, ich humpel auch gleich, okay? Aber du bist zuerst dran. Ach. Okay, ich könnte sterben. Oh, doch nicht, ich bin nicht verwirrt. Hm. Traurig, dass genau das Monster dafür sorgt, dass wir so viele Tränke schlucken und nicht irgendein anderes. Da gibt's schlimmere. So. Ja, ich darf den Shotaro nicht so lange alleine lassen. Der verreckt immer so gern. Und mit immer meine ich einmal bisher, aber das ist doch so gut wie immer. Ein Drittel aller Zeiten ist er verreckt. Ich meine, 100% von allen Toten gehören ihm. Und ein Drittel der Tote hat er. Ein Drittel der möglichen... Ach Gott, verdammt. Egal. Ihr wisst, was ich meine, oder? Ey, hat der beste Ausstöpsel oder nicht schlecht? Würde ich mir nie holen. Das sind immer so verdammt viele Fähigkeitspunkte für beste Ausstöpsel, die man da hergibt. Und wenn ich nicht jetzt... Da wir sowieso keinen Hammer spielen oder so gut wie keinen, lohnt sich das dann auch nicht wirklich. Für Hammer ist es dann natürlich super genial, beste Ausstöpsel zu haben. Weil man verdammt oft den Kopf angreifen kann. Oh! Oh. Oh, wo? Wo kommt denn der schon wieder her? Ich glaub's nicht, Mann. Ich bin ein wenig unzufrieden mit diesem Kampf. Oh je. Der hat gerade voll den Dung ins Gesicht bekommen, der Dämonio. Und haut er ab? Nope. Oh. Ich bin wirklich... Oh, wow. Er hat gerade einen super OP-Angriff gemacht, der mich fast getroffen hat, dieser kleine Gegner. Oh, oh. Hör auf, abzuprallen, Mann! Ich habe Angst. Devodio, hallo. Oh. Ja, wir schwimmen einfach. Ist immer gut. Hm. Ist das gut, der Dämonio, der kann nicht schwimmen. Stell dir vor, der wäre unter Wasser auch kampfbereit oder so. Oh! Komm schon. Ja. Super. Ist er weg, der Dämonio? Ja, Dämonio ist weg, gut. Das finde ich nämlich gut, weil die Nagakura-Musik ist cooler. Komm schon! Ah! Aua! Oh oh. Ich hab Angst. Mann, der Typ hat so ein gutes Langschwert mit 500 Feuern. Der Profinagakuga verreckt nicht. Ich habe ihn schon öfters explodieren lassen, ja? Oh. Nein! Doof getimed. Man kann bei dem Schweif ziemlich gut durchrollen. Weil der so schnell ist. Und dann kommt man auch durch, ohne noch von der Hitbox erwischt zu werden, dank den Unverwundbarkeitsframes. Meh! Meh! Oh. Ich hoffe, es ist bald soweit. Und kurz davor kaputte zu sein. Wo ist er hin? Hat der was gesehen? Ich hab's nicht gesehen. Bin ich blind oder? Ich weiß nicht. Ich folge ihm einfach, der wird schon wissen. Ah, er weiß es. Er weiß Bescheid. Hm. Ist immer voll assi. Wir gehen immer in diese ganzen Gebiete oder der Dämonio kommt her und dann kriegt er gleich mal so einen richtigen Kack. Ball ins Gesicht. Explodier! Oh. Halt's Maul, du doofe Raubkatze. Raub jemand anderen aus. Okay. Oh. Oh, was? Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh, wow. Ah, 4 Megatränke. To go. Du, du, du. Nur, du. 20 Minuten Video.
Ja, oder Zeit, dass ein Online-Part mal so lang geht, oder? Ist ja auch mal was Neues. Hör mal auf, rumzulaufen, fahren, fliegen. So, jetzt weiß ich aber, dass die zukünftigen Quests sollten wir nicht unbedingt nur zu zweit machen. Ja. Oh oh. In Ruhe! Hör auf, so schnell zu sein, Mann! Oh, das war der. Okay. Ich zu dir, Mann! Ja! Bitte humpel, humpel, humpel! Humpel der! Humpel der im Fliegen! Ich weiß nicht! Komm schon, Mann! Ja, er humpelt! Er humpelt! Schlag die zusammen! Bevor er wegrennen kann! F. Jo. F. Trip. Und. So. Als ob ich jemals vorbereitet wäre und Sachen mitnehmen würde. Was denn? Geht er runter? Ha. If you have a trap and drinks. Yes! Oh mein Gott! Das ist wundervoll. Wie gestehe ich ihm, dass er der Beste ist? Tada! So. Schön flirten. Ich meine, von was hat man denn einen weiblichen Charakter in einem Online-Spiel? So. Nagakuga, du Pisser. Der einzige Grund, warum ich will, dass der gefangen wird, ist einfach nur, weil er mich so fertig macht und dann wir weniger kämpfen müssen. Bitte nicht. Oh. Ich glaube. Oh, der läuft sowas von durch. So ein Pisser. So ein Pisser. Mann, Dämonie, du Pisser. Muss das sein? Ah, oh, das ist bestimmt. Das ist immer so traurig, wenn an falsche Monster. Der wollte gerade abhauen und jetzt haut er die. So ein Assi. Dieser Dämonio. Ja, hier, Fazit. Hier, dein Auge sieht so aus. Es sieht so total cool aus. So total durchgerissen. Als wäre das so ein Monster, das wurde so als Design extra dazugehört. Oh, das ist das Rivalenmonster. Das kommt zurück, nachdem du es einmal besiegt hast. Und dann blutet sein Auge und es kann Laserstrahlen schießen. Das ist aus Metall. Ja. Oh. Ja. Und er trifft sogar. Ich glaub's nicht. Ja. Gut. Hand. Oh mein Gott, wir haben's geschafft. Und er haut ab. Der will den Dämonio schnitzeln. Weißt du was? Das hat er verdient, der Dämonio. Den schnitzle ich jetzt auch. So, mit unseren tollen Doppelklingen, die nie treffen. Oh, ich hab... Oh! Ey, alles getroffen. Uhu! Aua. Na gut, zum Glück können die uns nicht wehtun. Vielleicht... Oh. Oh, noch eine Explosion rausbekommen. Vielleicht... Bekommen wir noch irgendwas? Aber wir haben nichts so ihn kaputt gemacht vom Dämonio. Cap Link hat den Hafen besucht. Ah, eigentlich will ich nicht nochmal was aufnehmen. Aber jetzt kommen Leute dazu. Hola. Hi. Ey, hat der mich gerade nass gemacht? Ey, was soll das denn? So. Quest erfüllt. Was war das für eine Quest? Ich sterbe innerlich. Bruh. Okay. Dinke, 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 dinke. Dunk. Dinke, dinke, dinke. Dunk, 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 dunk. Guck, alles nur langweilige Kacke, die eh niemand braucht, ey. Mann. Oh, ja gut, ich bin jetzt aber mal die Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.